Du schaust nach unten und spürst, die Kraft geht. Alles andere im Kopf fließt schon nicht mehr. Nichts mehr. Und es geht durch dich durch. Klärt und erfüllt sich irgendwann im Licht. Größer und zeitlos, das sind die ersten beiden Alben der unterfränkischen Band Sternallee. Und der Sternallee-Klang, der geht weiter mit der neuen CD Im Licht und mit der Stimme von Christina Siebert. Und die wird uns auch durch diese Sendung begleiten. Ich freue mich, Christina Siebert, wenn auch nur am Telefon, herzlich begrüßen zu können. Hallo, Frau Siebert. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja, ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefreut, dass ich endlich mal wieder was von Ihnen höre. Habe mich aber auch besonders über diese neue CD gefreut. Da kann ich ja wirklich an dieser Stelle nur mal gratulieren. Danke. Ja, Sterne soll man zum Leuchten bringen. Ja, so soll es sein, genau. Und es ist ja auch wieder das eingespielte Team mit Gary Barth als Produzent. Ja, Gott sei Dank. Also Gary unterstützt uns ja nun schon seit 5 Jahren. Zwischen der Zeitlos und der neuen CD Im Licht liegen jetzt 3 Jahre. Und wir waren sehr, sehr froh. Und dieses Jahr war es auch von der Aufnahme von unserer ganzen Stimmung nochmals um vieles entspannter. Lag natürlich einfach daran, dass wir schon wussten, auf was wir uns einlassen. Und Gary natürlich genauso. Und so haben wir ja die neuen Lieder wieder wunderbar aufnehmen können. Und es war wie immer eine gute Zeit für Sie. Eine die zweite Aufnahme. Ja. Bevor wir über das Album und die Lieder reden und die auch hören, reden wir aber erstmal über das Cover. Wie ist denn diese ungewöhnliche Idee entstanden, einen Baum in der Dunkelheit durch Glühbirnen zu erleuchten, als wären das Früchte? Ja, genau. Wir hatten ja auf den ersten beiden Covern sozusagen vorne ein Foto der Band. Und ich dachte dieses Mal, ich möchte eigentlich kein Bild. Jeder weiß mittlerweile, der uns kennt, wie wir aussehen, das brauchen wir jetzt einfach vorne drauf gar nicht mehr abzubilden. Sondern ich wollte so ein bisschen etwas, was auf der einen Seite viel Interpretationsspielraum hat, also was nicht ganz so festgelegt ist. Das ist ja auch textlich immer wieder, was sich bei uns so durch die ganzen Lieder zieht, natürlich unsere eigenen Erfahrungen ein Stück vorzugeben und ehrlich zu musizieren, aber trotzdem auch noch ganz viel Interpretationsspielraum zu lassen, dass sich jeder so wiederfindet. Und das war so meine Idee für das Cover. Und oft ist es einfach so, dass wir ja durch viele Dunkelheiten gehen und dann scheint einfach in dieses Abgestorbene, in dieses Dunkle, in dieses Weltliche, möchte ich es mal nennen, einfach ein Licht. Und deswegen auch so dieser tote Baum, der eigentlich im Nichts steht, auf so einem Felsen im Wasser. Und dann scheint zum einen von oben dieses Licht runter. Das Titellied wird das nochmal genauer beleuchten. Dieses Licht, was von oben kommt, dieser Blick zu dem Größeren. Und dann einfach wir als kleine Leuchten, die sozusagen in unserer Welt, wo wir eben gerade an dem Platz, an dem wir sind, an dem wir gestellt sind, ein kleines bisschen Licht sein können, angestrahlt von dem Größeren und dann eben ja Licht sein auf dem Platz, wo wir eben sind. Also ich habe es mir tatsächlich als Tapete vorgestellt. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben auch in der Band ein bisschen diskutiert und es hat auch ein bisschen Potenzial gegeben, einfach drüber zu reden. Also einer war zum Beispiel dabei, der sagte, oh, können wir das bringen? Und ich sagte, lass mich das jetzt mal entscheiden. Und mein Keyboarder, unser Matthias, der hat mir auch gut Rückenwind gegeben und meinte dann so, und wenn du dich gar nicht damit auseinandersetzen kannst, dann sagen wir auch während der Release jeden dritten Satz, dass du es eigentlich nicht wolltest. Aber als ich dann so fertig war, dann war er ganz begeistert und sagte, ja, es ist, er kann sich gut damit identifizieren, es ist jetzt unser neues Bild für Im Licht. Und diesen Titel, den haben wir ja zu Anfang dieser Sendung schon gehört, Sie sind die Frontfrau der Sternallee, aber ja. Ihr Beruf erfordert, dass Sie mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen. Sie arbeiten als Krankenschwester und beeinflusst das, was Ihnen jetzt im Beruf begegnet, solche Texte wie Im Licht? Ja,
Das beeinflusst es auf jeden Fall. Es sind natürlich auch ganz viele persönliche Schicksale, die man so begleitet. Momentan bin ich in der Ausbildung zur Musikgeragogin, in der Weiterbildung, weil ich einfach merke, dass ich noch mehr Musik in meine Arbeit hineinbringen möchte. Also auch andersrum. Nicht nur, dass mich das textlich beeinflusst, was ich schreibe, sondern auch andersrum, dass ich einfach merke, dass Musik sehr, sehr gut tut. Auch vielen kranken und sterbenden Leuten sehr, sehr gut tut, vielen alten Leuten. Und so ist es eigentlich ein gegenseitiges sich beeinflussen. Auf der einen Seite natürlich, klar, meine berufliche Laufbahn, dass ich einfach viel auch damit konfrontiert bin, mit Fragen, die den Sinn betreffen, mit Suchen, mit schwierigen Situationen, die ich dann natürlich versuche, irgendwie ein bisschen aufzuarbeiten, aber genauso auch andersrum, dass ich merke, dass die Musik einfach da so viel Schatz ist, dass man das eigentlich auch als Wert zu denen transportieren muss, die sich selber eigentlich ihren Wunsch nach Musik nicht mehr erfüllen können, weil sie einfach ja zu alt, zu krank sind. Wir können uns ja im Laufe dieser Sendung auch noch ein bisschen darüber unterhalten. Das ist ja immer ein spannendes Thema. Ja, sehr spannend. Ja, und Rock und Pop wirkt hier auch stimmungsaufhellend. Also für wenigstens so vielleicht Leute von in unserer Generation oder jünger. Und das ist ja auch eben das Anliegen der Band, durch die Musik Licht in die Seele der Zuhörer zu bringen. Das kann man so sagen. Und wir haben auch jetzt gerade vor kurzer Zeit wieder ein Konzert gespielt für unsere Palliativstation hier von der Stadt. Also solche Dinge unterstützen wir mit Sternallee auch sehr, sehr gerne und immer wieder einmal, weil wir einfach sagen, dass das auch wichtig ist. Also man kann ja nicht nur im geschützten Kirchenraum oder Gemeinderaum oder sollte, nicht nur in diesem geschützten Raum für die Leute singen, die eigentlich eh schon einen Zugang haben, sondern einfach auch sagen, wir setzen unsere Begabung ein, um auch einfach ein Stück Spenden zu sammeln, in diesem Fall zum Beispiel, für die, die einfach noch mehr Unterstützung brauchen, um einfach auch so, ja, wirklich Licht zu sein, da wo es dunkel ist und nicht nur, wo man jetzt vielleicht die beste Bezahlung hat als Musiker, sondern einfach auch so dieses, ja, Weitergeben von dem, was man eigentlich selber geschenkt bekommt. Das ist ein großes Glück, wenn man das so sagen und auch machen kann oder leben kann, wenn man unabhängig ist. Und das finde ich auch toll. Dann muss man sich nämlich nicht nach den Vorgaben der Industrie richten. Ja, genau. Also wir haben ja alle unseren normalen Beruf und machen die Musik sozusagen ja im Hobbymäßig. Und das gibt uns natürlich auch viel, viel Freiraum, so dass wir jetzt nicht sagen müssen, wir müssen nur da spielen, wo wir eben jetzt wo es finanziell auch stimmt, sondern eben, dann können solche Benefizkonzerte zum Beispiel auch gut ihren Platz finden. Man muss sich nicht so abstrampeln, sondern man kann auch wirklich das eigene machen. Das finde ich genau. Schön. Ja, genau. Etwas Eigenes hören wir jetzt als Nächstes, nämlich von Sternallee das Lied In deinem Klang. Du malst mir im Kopf den Himmel neu an. Viel schöner als ich ihn sonst sehen kann, weil ich an dich denke, lache ich still. Du kannst mich verstehen, du weißt, was ich will. Blick ich auf zum Himmel, in neues Land wachsen mir Flügel aus deiner Hand und hältst du mich fester, schlägt mein Herz leicht. In deinem Klang, ein facettenreiches Lied vom Album Im Licht der Band Sternallee. Mit der Frontfrau Christina Siebert bin ich am Telefon verbunden. Frau Siebert, das klingt ja sehr nach einem Liebeslied. Ja, ein Liebeslied, ja, für den Größeren sozusagen. Also das Lied ist auch wieder aus einer Gebetssituation entstanden, wie bei mir eigentlich viele, wo ich so etwas erlebe, was mich zutiefst anrührt. Und so war es eben auch da, dass ich so das Gefühl hatte, dass man, wenn man die Dinge versucht, so im größeren Licht zu sehen, im größeren Zusammenhang, dass es dann eigentlich viel farbenfroher und bunter wird. Und diese Dankbarkeit, die drücke ich dann ganz gerne in der Musik aus, so auch in dem Lied.
Es ist ein Klang, in den sie einstimmen, und zwar die ganze Band. Mir ist das oftmals aufgefallen, dass es bei Musikern so um einen Grundton geht oder darum, dass es einen Ton für die ganze Welt gibt. Ist das auch so ähnlich gemeint? Ja, also ich glaube ja sowieso, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Ton hat. Und wir versuchen natürlich, unseren zusammenzulegen. Und es zieht sich, dieser Sternallee-Klang, der zieht sich ja im Prinzip eigentlich schon so durch alle drei Platten. Natürlich kommen wir jetzt immer mehr zu unserer Tiefe oder finden immer mehr zusammen. Und die Lieder entstehen auch schneller. Also am Anfang hat es teilweise 2-3 Proben gebraucht, bis man bei einem Text so wusste, wo geht's auch musikalisch dann hin, welche Färbung wird da erhalten. Und dieser Zusammenklang oder dieser Einklang, der festigt sich natürlich immer ein bisschen. Und ich denke, auch wenn sich jeder eigentlich so einbringt mit dem, was er hat, jede Gabe ist ja irgendwo auch ein Klang. Also wenn man das jetzt mal in einem großen, wie ein großes Orchester sich vorstellen würde, dann darf und muss auch jeder sich einbringen, damit es dann wirklich, ja, der beste Klang ist, den es geben kann. Für dieses Lied strahlt ja auch Geborgenheit aus. Und es ist ja auch authentisch. Und es sagt auch wieder, dass Musik dazu beitragen kann, dass Menschen sich behütet fühlen oder angenommen. Ja, genau. Und das ist auch etwas, was oft durch diese Stimmung funktioniert. Das erlebe ich auch jetzt gerade in meiner Arbeit mit Demenzkranken zum Beispiel oder mit Sterbenden, wo es gar nicht mehr um die einzelnen Worte geht, sondern wo es wirklich über Melodie und Klang geht. Und dieses Behütende und Beruhigende, was die Musik auch haben kann, ist da ganz deutlich spürbar. Ja. Also wenn die Worte verloren gehen, dann kann die Musik noch einmal die Seele anrühren oder ein Schlüssel sein zur inneren Welt. Ja, das ist so eine Sprache der Atmosphäre und der Stimmung einfach, die auch nonverbal funktioniert. Und das funktioniert aber auch bei Ihnen in der Band, weil Sie sagten eben, manche Lieder, die haben wir 3-4 Mal und jetzt geht das alles schneller. Oftmals, ja. Das ist so eine Verbindung. Ja, da spielt man dann was an. Also Matthias und ich, wir sind ja sozusagen Texter und Komponisten. Und aber manchmal hat man natürlich eine Notenvorgabe, aber man weiß noch nicht genau, welche musikalische Färbung das Lied bekommt. Und mittlerweile verstehen wir uns aber da natürlich noch enger. Also ich muss gar nicht mehr viel erklären, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Man versucht es umzusetzen und man merkt eigentlich jetzt mittlerweile relativ schnell, läuft es gut, in was für eine Richtung geht es und wie können wir da zusammen gut arbeiten. Also klar, mittlerweile genießen wir es natürlich auch, dass wir eingespielt sind aufeinander. Und wir genießen jetzt den Titel Ich sehne mich nach dir. Den Schrei nach Licht hab ich mehr und mehr verdrängt. Den Klang meiner Seele einfach schlafen gelegt, hab beinahe all meine Hoffnung verwettet. Oh, 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 yeah. Ich sehne nach dir, ich Siebert, ich sehne mich nach dir. Das ist ja ein sehr authentischer Text. Wie viel geben Sie denn von sich selbst mit hinein in ein solches Lied? Es gibt immer wieder Lieder, die sehr, sehr persönlich sind. Ich weiß nicht, vielleicht hören wir später noch Für immer sein. Das ist zum Beispiel eins, wo ich sehr viel von mir persönlich auch so reingegeben habe. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich immer eine gute Balance zu finden zwischen dem eigenen ehrlichen Erleben und aber diesem offenen Begleiten und Mitgehen, was wir mit unseren Liedern auch machen wollen. Denn natürlich versuche ich so meine Erfahrungen auch musikalisch mitzuteilen, aber ich habe immer für mich auch so den Anspruch, dass es so offen ist, dass
jeder Hörer sich selber auch einfinden kann. Also nicht so aufdringlich und alles so klar von vornherein, sondern ganz viel Spielraum auch zu haben, um zu gucken, wo fühle ich mich selber wohl? Was ist meine Interpretation? Was ist meine eigene Antwort auf die Fragen? Und deswegen ist es eigentlich immer für mich auch so ein Ausloten, dass die Balance zwischen dem eigenen Erleben nicht zu viel vorgibt und diesen Freiraum, den ich eigentlich gerne meinen Hörern auch gönnen möchte, dass der nicht zu sehr eingeengt wird. In dem Lied geht es ja darum, dass man den eigenen Klang verliert oder nicht mehr beachtet. Und das ist ja unser täglich Brot. Das stimmt. Also wir haben auch in diesen ganzen Liedern, das ist eigentlich so ein Rundumblick gewesen über die letzten 3 Jahre. Da gab es ganz viele Situationen, eben zum Beispiel Abschied nehmen. Es gibt ja immer wieder Dinge, die bringen uns so aus diesem gewohnten Laufschritt, sage ich vielleicht mal. Und da gab es bei mir natürlich auch vieles. Es gab Umbrüche, es gab hier und da schwere Zeiten. Und dann kommt aber bei mir einfach immer wieder dieses sich im Gebet ausrichten und ausstrecken nach Gott. Und dieses nach oben schauen und einfach auch suchen und gucken, wo kann ich auftanken, wo bekomme ich den Mut her, um vielleicht auch manche neue Aufbrüche zu wagen. So kann man es, glaube ich, verstehen. Also erst einmal zur Ruhe kommen, um auch wieder zu sich selbst zu kommen, den Schlüssel zur Innenwelt zu finden und auch wieder zu merken, ich habe ja Sehnsucht nach Gott. Habe ich aber eine Weile unterdrückt, weil der Alltagstrott einfach da ist. Aber ja. Irgendwie denke ich immer, das liegt in der Luft, nicht nur von Ihnen und von mir, sondern das liegt überhaupt in der Luft. Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir natürlich, diese Umbrüche oder diese Dinge, die sich uns in den Weg stellen, die sind manchmal tatsächlich auch diese Chance, dass ich überhaupt Luft holen kann. Also so erlebe ich das oftmals. Also natürlich in der Situation, wenn es einen so von links überfällt und man alles aus den Angeln gehoben wird, ist es erstmal ganz viel Niedergeschlagenheit und Schweres, was man erlebt. Das erlebe ich natürlich auch. Und mit ein bisschen Abstand kann man dann einfach auch feststellen, so geht es mir sehr oft, dass ich dann Luft holen kann, zu Atem kommen kann und gucke, was habe ich, so wie es in dem Lied auch beschrieben ist, was habe ich denn eigentlich ausgeblendet? Welche Talente oder welche Sehnsüchte habe ich vielleicht schlafen gelegt, die ich einfach wieder beleben muss, um weiterzukommen, um nicht auf der Stelle zu treten? Also dieses Weiterkommen, darum geht es auch in dem nächsten Lied, was wir hören. Wo zeigst du dich, Gott? Es ist wieder eine offene Frage. Ja. Es ist der Titel Dornbusch und der Text, der stammt von Matthias Egar. Genau, der ist manchmal noch ein bisschen ausdrücklicher und direkter als ich. Das ist wunderbar, diese Ergänzung. Ich bin da eher so die offene Schreiberin und Matthias bringt es ganz oft auch noch mehr auf den Punkt. Gut, wir hören's. Ja, wunderbar. Zwischen den Zeilen, Worte und Sätze sind leer. Wie kann ich dich begreifen? Ich spüre, du fehlst mir so sehr. Wie finde ich dich zwischen den Tönen? Gedanken und Lieder sind fahl. Wo zeigst du dich? Lass dein Wort. Dornbusch, das ist ein Text, das ist ein Lied der Band Sternallee und es erinnert irgendwie an alte Psalmen. Das war so mein Empfinden. Ist das auch vielleicht so gedacht, dass man einen Text auch mitbeten kann oder mitmeditieren? Diese Rückmeldung kommt auch relativ häufig von unserem Publikum. An dieser Stelle kann ich das vielleicht mal sagen. Wir sind natürlich auch immer sehr froh, wenn wir einfach Rückmeldungen bekommen. Und so dieses, dass es eben Texte gibt, die einfach auch ein bisschen beten helfen in dieser neuen Sprache. Das ist eine Rückmeldung, die uns sehr oft erreicht. Und da sind wir auch sehr dankbar und sehr froh, wenn es so ist, dass wir einfach da auch ein bisschen Gebet sein können mit unseren Texten.
Es geht in diesem Text um den Wunsch nach Veränderung. Es geht um ein Wunder. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen von Fabian Vogt. Und da war es Mose, der gesagt hat, hätte ich doch nicht immer diesen Stock gehabt. Mit diesem Stock konnte ich Felsen anschlagen. Es sind immer nur Wunder passiert. Und wir sind hinterher begierig nach Wundern geworden. Da passt dieses Lied so toll rein. Was macht denn unser Glaube, wenn gerade kein Wunder passiert? Ja, ich glaube, unser Glaube ist ganz viel aushalten und auf Dinge hoffen, die sich im Laufe der Zeit einfach setzen müssen. Ich denke, es ist nicht dieses tägliche Wunder, was man einfach immer braucht, sondern es ist einfach auch diese Entscheidung, die ich grundsätzlich einmal treffe, so geht es bei mir zum Beispiel, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich zu Gott gehören möchte. Und dann ist es auch einfach ein Stück aushalten und mitgehen. Und das ist im Prinzip wie in jeder Beziehung ja auch. Da gibt es ja auch nicht nur die Hochzeiten, sondern einfach, glaube ich, ist dann auch ein Stück Blick auf diesen Wert zu legen, was die Entscheidung einfach wert ist. Ob ich etwas spüre oder ob ich nichts spüre, aber dass ich mich irgendwie entschieden habe, mitzugehen, das macht mich einfach, ja, reifer. Und dann finde ich es einfach auch sehr schön, wenn es eben nicht nur darum geht, dass ich dabei bin oder den Ding zum Glauben halte, mich dafür entscheide, wenn es mir immer super gut geht, sondern auch in den Zeiten, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und ich denke, das ist auch etwas, was dann eine viel tiefere Wirkung hat, auch nach außen, dass es eben nicht nur um diese Stimmung geht, die man erlebt, um dieses Hochgefühl, sondern einfach um eine Entscheidung, die ich treffe und die mich durchträgt und wo ich am Vertrauen und an der Hoffnung festhalte. Und dann kommen auch wieder die Zeiten, wo es leichter läuft. Es ist tatsächlich wie in einer Beziehung. Das dachte ich bei vielen dieser Texte. Es ist eine Einladung zu einer Beziehungsaufnahme und es ist aber auch ja eine Beziehung. Es geht auch ohne ein Wunder weiter. Ja, und so erlebe ich das auch. Und im Prinzip verlässt man ja seine Kinder auch nicht, wenn sie jetzt irgendwie, wenn es ja gerade mal eine schwierige Zeit gibt. Also ich denke, einmal dieses Aushalten in dem guten Gefühl, dass einfach auch viel an Erinnerung da ist, an gute Zeiten, das ist, glaube ich, zum einen ganz wichtig, dass man dieses wach hält und zum anderen auch einfach sagt, ja, ich stehe dazu und ich halte diese Entscheidung durch im Blick auf das Größere und irgendwann, wo der Wind sich dreht und dann geht es wieder leichter. Ja, und dann ist nichts wie vorher. Und diesen Titel Nicht wie vorher, den hören wir uns jetzt an. Ich gedacht, dass dein Licht in mir totes Leben macht, dass du bist heilig, die Welt in deiner Hand, du bist heilig, hast beim Namen mich genannt, du bist heilig. Schwache stark, du bist heilig, Herr, ist alles, was ich sag. Du bist heilig, vor dir schweigt mein Herz. Du bist heilig, mein Blick fliegt himmelwärts. Du bist heilig. Nicht wie vorher, ein eindringliches, aber nicht aufdringliches Lied von Sternallee. Frau Siebert, was bringt denn einen Menschen unserer Tage, der viele den Begriff heilig nicht mehr füllen können, dazu zu sagen, du bist heilig und vor dir fliehe ich nicht mehr? Zu diesem Lied muss ich sagen, dass wir auch darüber in der Band lange geredet haben, ob wir das Lied überhaupt auf die CD nehmen. Ich habe ja vorhin schon über diese Balance gesprochen, die wir versuchen zu finden. Auf der einen Seite ehrliches Musizieren, auch ehrlich schreiben und singen. Und auf der anderen Seite einfach nichts oder ja nicht alles zu sehr vorzugeben, dass man keine Luft
hat und keine Möglichkeit, als Hörer sich selber in einen Text fallen zu lassen. Und dieses Lied ist eigentlich da so ein kleines bisschen eine Ausnahme, weil es eben doch sehr ausdrücklich ist und ein klares Bekenntnis. Aber das ist auch wieder so eins, was entstanden ist bei mir in einer Gebetszeit und wo ich auch selber gerade am Überlegen war, wie geht es beruflich für mich weiter, und das war so ein bisschen privater Umbruch auch. Und dann wusste ich einfach, es braucht auch mal ein klares Bekenntnis, einfach von mir aus, dass ich das auch formulieren kann. Und ja, das war für mich einfach das Erleben und das Erfahren, dass Bekenntnisse unglaublich viel auch an Kraft in sich haben, die einen dann stärken und die einem helfen, aufzubrechen. So habe ich es erlebt, und deswegen haben wir erst überlegt, ob wir es mit draufnehmen auf die CD in dieser Ausdrücklichkeit, und dann dachte ich aber, ich würde es so gerne machen. Ich wollte es auch nicht abschwächen, sondern einfach dieses Bekenntnis einfach klar nach außen tragen, mich positionieren und dann auch zu erleben, wie so ein Bekenntnis, eine Entscheidung für Gott einfach auch ganz viel Kraft freisetzt und positive Stärkung, sodass man dann auch vielleicht einen neuen Aufbruch wagen kann. Also das ist mir an diesem Lied eben auch aufgefallen, dass es anders ist als die anderen. Ja. Und man stellt sich wirklich vor die Menge und sagt, so ist das. So ist das. Also genau, wie gesagt, wir haben lange, lange überlegt. Und interessanterweise, wir haben jetzt ja schon nach unserer Release 3-4 Konzerte spielen dürfen mit dem neuen Programm, ist es auch so, dass die Leute es tatsächlich gut aufnehmen. Also ich war sehr gespannt, weil man es ja doch auch nicht erwartet, so von Sternerleben. Ne? Also, oder viele erwarten es auch nicht. Also wir spielen ja auch nicht nur in diesem geschützten Kirchen- und Gemeinderaum. Wir spielen ja auch mal, ich erinnere mich an ein Konzert, das haben wir an einem Baggersee gespielt, weil der Veranstalter damals sagte, die Leute, die wir eigentlich erreichen wollen, kommen nicht mehr in die Kirche, also gehen wir aus der Kirche raus und spielen das im Prinzip an einem See, oder wir spielen auch mal in einem Festzelt. Und da ist es natürlich für uns immer ganz gut, auch so zu texten und zu singen, dass eben nicht alles so offensichtlich ist und dass auch die Leute, die jetzt einfach über den Text drüber hören möchten, einfach Musik genießen können in erster Linie. Aber es gibt eben auch diese andere Ebene, dass man auch mal hin und wieder ausdrücklich wird und sich selber positioniert und einfach zu dem Größeren bekennt. Also ich habe mir beim Anhören dieses Liedes vorgestellt, zum einen habe ich gedacht, es ist wirklich ein Lied, in dem gebetet wird, aber dann habe ich mir vorgestellt, wie das ist, wenn man angesehen wird, denn da geht es ja auch, ich werde angeschaut und ja, du siehst mich, Gott. Also ich dachte gerade so an die U-Bahn, wenn man mit der U-Bahn in Berlin fährt, in der Großstadt ist das noch besonders, man schaut sich nicht an, da sitzt man irgendwie isoliert. Bei der Arbeit ist man auch oft isoliert, weil man funktioniert, die Maschine geht, ja, und wer spricht einen schon aus Interesse an? Das ist hier anders, man wird angesehen. Was ist da, ich denke auch, das sagt etwas über Jesus aus. Er, ja, sieht uns wirklich an. Das denke ich auch. Also das habe ich erlebt, dass ich dieses Lied geschrieben habe. Und deswegen habe ich auch gesagt, wenn wir es mit draufnehmen, dann auch so, wie es getextet ist. Ich wollte das auch nicht irgendwie abschwächen oder umschreiben. Und Gebet ist oft etwas sehr Intimes, etwas Persönliches. Da kann man auch keinem irgendwie einen guten Ratschlag geben, wie man das machen muss. Etwas, was ganz individuell passiert. Die Sprache, die ich finde mit Gott, die ist ja sehr persönlich. Und in dieser 1-zu-1-Situation, da ist, glaube ich, der ideale Platz, um sich auch anschauen zu lassen, anscheinen zu lassen, heilen zu lassen, um auch aufzutanken. Und ja, das ist die Situation, aus der das Lied nicht wie vorher entstanden ist. Das nächste Lied, das heißt Immer ans Meer. Mich hat es sehr angesprochen, weil ich gerade hier so ein wunderbares Bild im Studio hängen habe. Da ist auch das Meer zu sehen in aller Stille. Und das ist so ein Ort, den ich mag. Also ich höre mir das Lied jetzt auch gerne mit Ihnen gemeinsam an. Endlich die Türen auf, endlich Zeit zu gehen, die Dinge und die Welt von oben zu sehen. Endlich die Taschen leer, endlich von Festen befreit, den dicken Mantel aus und ich bin bereit. Immer zu dir, immer ans Meer, immer ans Meer, immer den Sternen hinterher. Immer zu dir, immer ans Meer, immer den Sternen hinterher. Oh, 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 oh.
ist die Türe auf endlich Zeit zu gehen? Es ist ein Lied zur freien, ja, zur Interpretation freigegeben, Frau Siebert. Ja. Also natürlich ist es ganz oft so, dass wir über Sehnsucht und Hoffnung und auch über schwere Zeiten schreiben. Vielleicht liegt es auch ein Stückchen daran, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, dass ich jetzt zum Beispiel als Krankenschwester einfach auch immer einen Fuß so in diesem Erleben der schweren Zeiten auch bei meinen Mitmenschen habe. Andererseits gibt es natürlich auch einfach diese Zeiten des einfach Glücklichseins. Und dieses Aufatmens und Auftankens, die müssen sein, die dürfen sein. Und diese wunderbare Erfahrung, einfach auch nichts leisten zu müssen und einfach nur da zu sein und die Schöpfung zu genießen, das ist Inhalt so dieses Liedes. Ich dachte, es können alle möglichen Abschiede sein. Es kann ein letzter Abschied sein. Das ist ja auch kann ja auch eine Erlösung sein. Es kann aber auch einfach so ein Moment sein, den man jetzt erlebt, so wie ein Kind das manchmal hat, dieses Selbstvergessene, wenn es malt oder summt oder wie auch immer. Passiert Ihnen das aber auch, dieses Selbstvergessene? Klar. Ja, das passiert mir auch. Also es muss nicht immer am Meer sein, aber es kann mitten im Alltag sein. Genau, mal kurz abtauchen. Und während der Studiowoche habe ich das Lied auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene sehr geschätzt. Es war unglaublich heiß. Und wir haben also im Studio dann eingespielt und gesungen. Und da war ich einfach mit meinen Gedanken so in diesem erfrischenden Erleben des Meeres und dieser Meeresbrise. Das war für mich auch ganz, erfrischend. So kann ich es einfach sagen. Also nicht gerade unbedingt Urlaub in der Südsee, sondern Urlaub im Studio, genau. Ja. Und es darf auch ein bisschen kühler sein am Meer. Das genau. Macht uns ja nichts. Mir fällt es einfach auf, dass Ihre Texte sind kein Mainstream. Die verlangen Aufmerksamkeit. Aber das ist ja auch Ihr Anliegen. Ja, das ist unser Anliegen. Also ich glaube, anders wäre es auch nicht ehrlich. Also wir versuchen tatsächlich mit Substanz, die wir so erleben, und Wahrheit zu schreiben und zu texten. Und alles andere müssen wir Gott sei Dank nicht machen, weil wir einfach das alle zum Hobby gemacht haben. Und alles andere wollen wir, glaube ich, auch nicht. Also ich wäre zum Beispiel nicht bereit, mich jetzt da irgendwie knebeln zu lassen, um für die Menge zu texten. Ich denke, die Leute, die unsere Musik anspricht, die finden sich da rein, die schätzen genau das. Und deswegen ist es vielleicht jetzt nicht die riesengroße Menge, aber es sind die Leute, wo wir einfach auch ein bisschen Licht sein können. Ja, und man lernt sich dann auch ein bisschen näher kennen. Also ein Text, der, denke ich, auch Aufmerksamkeit braucht, den hören wir jetzt. Der heißt, oder das Lied heißt, Für immer sein. So weit die Seele taucht zum Abschied in sein Bild, beschert mir so Vertrauen statt Vergessen. Ich warte ab und bleibe, geh später, später, später hinterher. In meiner Endlichkeit Mauer langsam fällt. Für immer sein. Dieses Lied hat, nehme ich einmal an, einen persönlichen Hintergrund für Sie, Frau Siebert. Ja, der ist ein halbes Jahr nachher entstanden, der Text, nachdem meine Oma gestorben war. Und ich hatte dieses ganz große Glück für mich, dass ich da die letzten Tage tatsächlich meine Eltern auch unterstützen konnte bei der Pflege. Meine Oma war bei meinen Eltern zu Hause in der letzten Phase ihres Lebens. Und für mich hat dieses Sterben nochmal einen ganz anderen und ich möchte fast sagen positiven Wert bekommen. Diese Zeit des Übergangs habe ich bei meiner Oma als ganz gesegnet erlebt. Und das war einfach für mich der Grund, diesen Text zu schreiben. Einfach auf der einen Seite ist es natürlich viel Schmerz, wenn man jemanden gehen lassen muss. Aber es ist auch ganz viel Vertrauen statt Vergessen, wie es eben in dem Text heißt. Es ist ganz viel, ich lasse dich los, dass du unfrieden gehen darfst. Und ich komme später hinterher und wir sehen uns wieder. Und das hat mir geholfen. Und ich muss sagen, ich hatte also diesen Text fertig
habe den meinen Jungs freitagsabends in einer Probe vorgestellt und war irgendwie, ja, ich war noch gar nicht sicher, ob das was werden kann, weil ich auch keine Melodie zu dem Text hatte. Passiert mir selten. Also hier stand der Text einfach im Raum und ich habe es ihnen vorgelesen und dann meinten sie alle sofort, ja, das nehmen wir mit drauf. Und zwei Abende später rief mich mein Gitarrist an, der sagte, du hast so gerade Zeit, ich komme bei dir vorbei, ich glaube, ich habe da was. Und er kam mit seiner Gitarre hier vorbei und wir saßen zwei Stunden bei mir im Wohnzimmer und dann war die Melodie fertig. Also er hat dann, er hat für sich einfach diesen Text sofort klingen gehört, den ich, ja, also nur als Text erstmal für mich erlebt hatte. Und das war auch nochmal eine ganz andere und intensive Zusammenarbeit. Ich bin da sehr, sehr froh, dass ich auch da irgendwo so ein Stück beschenkt worden bin durch diese Melodie. Und das ist für mich ein ganz großes Geschenk. Dieses Lied hat ganz viel Wert und ja, einfach auch in einer schönen Erinnerung an meiner Oma und diese Hoffnung, dass ich sie wiedersehen werde. Und es hat auch etwas Angstfreies. Also ich finde das sehr schön, wenn meine, Entschuldigung, ich finde das sehr schön zu denken, dass auch meine Endlichkeitenmauer eines Tages fallen kann. Ja, genau. Also wo es dann fertig war, wo es im Studio aufgenommen war, hatte ich so für mich das Erleben, es ist eigentlich fast wie ein Schlaflied. Es ist so ein, ja, fast wie ein Gute-Nacht-Lied geworden und das finde ich auch sehr schön. Es hat was Behütendes, so mein Empfinden, und eben etwas ganz Vertrauensvolles, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis meine Mauer auffällt und dann alles sich auflöst in dem großen Licht.